Jo, weiter geht's hier. Endlich wieder Elden Ring, Leute. Ich sag euch was, ich hab ab Freitag Urlaub und die nächsten Tage wird viel Elden Ring gezockt. Also ab dem Wochenende wird viel Elden Ring. Ich bin erschöpft vom Umbauen, ich musste gerade, egal. Wir springen direkt rein. Heute kürzere Folge, weil ich muss die Kids ins Bett bringen. Kleine Elden Ring Folge heute. Aber egal, deshalb will ich gar nicht lang labern. Wir jumpen rein. Und, was? Sieht euer Arbeitsplatz anders aus, oder was? Let's go. Wir gehen rein. Puh. Mann, ey, jetzt hätte ich so richtig Bock auf so eine 6-Stunden-Session. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade hier bin und komische Waffen und Rüstung anhab, ich hatte Besuch von meinem Kumpel Alex und ich wollte keinen Progress machen, also habe ich ihm all möglichen Kram gezeigt, den ich so neu habe, und dabei habe ich festgestellt, dass mir die Malekith-Rüstung, die ich jetzt hier anhab, sehr gut gefällt übrigens. Rein so vom Style her gefällt mir das. Die Speinschienen passen noch nicht dazu, aber das werden wir ein anderes Mal uns drum kümmern. Ansonsten ist eigentlich nichts viel passiert seit dem letzten Mal. Wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich? Ich muss hier mal gerade gucken. Was haben wir denn als letztes? War ich doch hier im Gebiet, dann sind wir hier. Ach ja, ich weiß. Wir sind hier unten. Das habe ich ihm nämlich gezeigt. Also für alle, die jetzt erst einschalten, die die vergangenen Folgen nicht geguckt haben. Ihr findet alle, mein gesamtes Let's Play findet ihr geordnet bei mir auf dem Channel Grumpy Ede. Aber nur um es nochmal zu zeigen. Das war das Bonfire. Nee, das war das Bonfire, von dem ich gekommen bin. Dann bin ich hier lang geritten, hab hier irgendein Shit gemacht und dann bin ich hier auf diesen Vorsprung, auf diesen Felsvorsprung gekommen. Und was ich so geil finde an dieser Map auch bei FromSoft ist, wenn man da am Felsvorsprung runterguckt, dann sieht man, also dann sieht man diese Grabsteine hier, diese kleinen Zähnchen da. Die sieht man ja hier auch auf der Map. Und da geht's runter. Wenn du die nicht siehst, wenn du diesen Abgang hier nicht findest, dann kommst du gar nicht in das Gebiet, in dem ich jetzt bin. So, dann bin ich hier runtergestiegen und hier dieses Flussbett lang, dieses ewig lange Flussbett. Man kann dann hier noch unten durch die Höhlen auf die andere Seite, aber wenn hier denkt man dann, okay, hier stoppt es. Hier denkst du dann, hier stoppt's. Aber hier stoppt's nicht. Sondern was hier unten drunter passiert, das sieht man nur nicht. Weil du kannst bei Shadow of the Erdtree nämlich nicht in die Unterwelt oder so schalten, wie beim Main Game. Aber hier unten geht es dann nämlich weiter. Ein Wasserfall, noch ein Wasserfall und so weiter und so fort. Und dann kommt man immer weiter und dann kommt man irgendwann hier unten raus. Dann geht man hier lang und so weiter. Jedenfalls kommt man dann hier in dieses wunderschöne neue Gebiet mit diesen blauen Blumen, wo ein fetter Drache auf einen wartet. Auch dieses Gebiet habe ich übrigens noch überhaupt nicht fertig erkundet. Und dann sieht man hier so eine Landzunge. Die bin ich lang geritten. Hier war ein Riese, der Töpfe auf mich geschmissen hat. Und dann sieht man hier diesen Krater. Und dann bin ich um den rum, habe nichts gesehen. Und dann dachte ich schon, hier ist nicht mehr. Hab noch einmal kurz einen Blick in diesen Krater geworfen. Und da geht's plötzlich richtig tief runter. Immer weiter runter, immer weiter runter. Und dann kommt man nämlich hier raus. Und guckt euch bitte an, wie unfassbar geil das aussieht. Das ist somit eine der schönsten Areas, die ich je gesehen habe. Dieser weiche lila Farbton. Das ist für mich, ey, es sieht so wunderschön aus. Und hier bin ich jetzt gerade, beziehungsweise ich bin schon ein Bonfire weiter, hier unten. Und ihr seht auch, es wird auf der Map überhaupt nicht angezeigt. Ne, weil das ist alles quasi unterirdisch. Aber ich bin hier. Und das ist das Bonfire, wo ich stehen geblieben bin. Also nur um mal zu zeigen, wie ich da hingekommen bin. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg. Ich will hier nicht sagen, dass das der einzige Weg ist, aber das ist der Weg, wie ich es gefunden habe. Von hier oben, hier runter, hier lang
dahin. Absolut insane. Wahnsinns-Weltenbau. Einfach. Es ist einfach absolut fucking geil. Tut mir leid, es ist so. So, und jetzt sind wir hier unten. Also da bin ich ja. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Vor allen Dingen auch mit was wir hier weitermachen. Wir haben Kung Fu, wir haben hier Fire Sparks für die dummen, komischen Blobsies. Wir haben natürlich so viele Möglichkeiten von Waffen, die man nehmen kann. Ich habe übrigens auch... Naja, ich hätte auch Bock auf so ein Halberd. Es gibt so viele geile Bonk-Waffen hier. Black Steel, Great Hammer, absolut krasse Bonk-Waffe. Giza's Wheel, auch unfassbarer Stagger. Giant Crusher, alles gut, alles gut. Curved Great Club. Oh, die Great Stars. Double Wheeled Great Scar Sword of Mist. Aber was ich suche, ist dieser. Der hier. Der Bloodfiends Arm. Da habe ich ein Video zu gesehen. Aber warum? Der wäre für mein alten Bild, wäre der halt perfekt gewesen, weil der Strength und Arc scaled. Und mit dem kannst du, ich weiß nicht, ob es genervt hat, mit dem kannst du angeblich auf über 200 Blood Damage kommen. Der Bloodfiends Arm. Ich überlege, ob ich den irgendwann mal... Der haut halt richtig bös rein. Das ist zwar eine alte Waffe, also die ist jetzt nicht neu im DLC. Aber irgendwie... Ich habe schon wieder überlegt, ob ich wieder nochmal auf ein Blutbild... Also Blut scheint auch im DLC absolut stark zu sein. Aber gut. Habe ich jetzt nicht hochgelevelt. Aber mit dem Gedanken spiele ich gerade so ein bisschen im Hintergrund. So, wir gehen erstmal hier. Machen einen auf Guts-Bild. Fat Roll, klar, wegen der Malakith-Rüstung. Das ist scheiße. Wie lange denn 63? Ihr müsst eigentlich mal ein bisschen farmen. Schade, die sieht aber so gut aus. Aber die Scaled Greaves, die sind hässlich. Und schwer. Ja, mit Malakis haben wir immer noch Heavy. Aber hier kriegen wir was. Hier kriegen wir was hin, was gut aussieht. Und auch passt. Ah, ja, okay, die vielleicht nicht. Das sieht doch ganz okay aus. Ja, obwohl die gelbe Hose da... Okay. So. Gehen wir mal weiter jetzt hier. Zeit ist knapp. Ach ja, das war ja mit den Laserwürmern, jetzt erinnere ich mich. Gut, da unten haben wir alles gesnackt, da unten waren wir auch in der Höhle. Das klappt ja mal wieder. Wieso brauche ich drei Schläge für die? Was ist hier los? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ey, ich nehme nicht das Great Short. Great Short. Great Sword. Ich bleib bei meinen Sachen. Ganz ehrlich. Geht nichts über die Milady. Nein!
Warum muss ich in meinem Leben immer alles unter Zeitdruck machen? Elden Ring spielen, Schach spielen. Und warum müssen die Figuren immer nach vorne gehen? Ich mag das nicht. So. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht noch unnötigerweise die anderen Laserwürmer triggern. Aber ich glaube, die sind schon getriggert, ne? So, das da unten übrigens ist der... Alter, was geht? Ist der Nervige. Der da steht. Der ist nervig. Toller Backstep. So, da kommt man da hinten hin, da haben wir schon alles geholt. Auch die Höhle. Ihr merkt schon, ich drücke mich ein bisschen, den normalen Weg zu gehen, weil das hier echt eine knifflige Stelle ist. Den müssen wir wegmachen. Weil, ich glaube, die haben sich gemerkt, wenn du einmal gegen die kämpfst, sind die aggro. Hier. Und der ist nämlich richtig scheiße, dieser Tür. François Souverän. So, und da bin ich das letzte Mal gestorben, an dem dummen Explosionsköttel. Schon wieder einer, der ballert? Erstmal die Dinger triggern. Alter, was ist hier los, ey? Was sind das hier für... Und da oben auch? Alter! Wisst ihr, was hier, glaube ich, nicht schlecht wäre? Der Talisman, mit dem man keine Fuß... also gegen... ihr wisst schon, was ich meine. Mit dem man still ist. Wisst ihr, was ich meine? Wir können das mal probieren. War es das der hier? Krepuses Weil. Jetzt macht man keine Steps mehr. Ja, okay, geil. Bringt halt überhaupt nichts. Nice. Conceals Vera while crouching away from the pose. Put together from dark claws and a lustrous shield, quickly conceal the rest presence while crouching at a distance. Ja geil, das klappt ja alles nicht. Okay, wahrscheinlich, weil die mich einfach schon einmal gesehen haben. Mann, ey.
Geronimo! Schweine, Alter. So. Weg, weg. Oh, ist das eine miese Stelle, ey. Ich muss doch gucken, ob hier was ist. Vielleicht sollte ich ihn erstmal kaputt machen da oben. Bevor ich das Gebiet erforsche. Hier komme ich gleich da hoch, du Frechdachs. Also wir können jetzt hier weiter. Ich gehe erstmal nach oben. Ich versuche erstmal da hoch zu kommen. Alter. Rudinov schreibt gerade im Chat, hab jetzt das DLC NG Plus zum ersten Mal beendet und selbst mit Level 320 und 3000 Lebenspunkten ist es zu heftig. Hast du mit Geisteraschen gespielt? Ich habe gehört, mit Geisteraschen kommt man so ganz gut klar. Ich halte mir das auch nach wie vor absolut offen, ob ich nicht auch mal welche einsetze. Weil man sich ja auch selber eines Spielerlebnisses beraubt, wenn man diese geilen Mitstreiter, die man ja extra auch als Belohnung findet, so gar nicht einsetzt. Guck mal, wie geil das auch von hier aussieht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, von wo wir gekommen sind. Ich glaube, das müsste noch doch von da oben, oder? So, du Lulli, dich hau ich jetzt mal richtig schön in die Watschen. So, mal Watschen. So, nehme ich. Alter, du Nervbacke, ey. Das ganze Level schon entspannter. Allerdings, da hinten ist auch schon wieder was. Noch weiter runter geht, Leute? Es könnte sein. Sieht, ehrlich gesagt, sieht so aus, als ob es da noch weiter runter geht, wenn ich ehrlich bin. Das ist fast nicht vorstellbar. So, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Backtracking, jetzt wo die nervigen... Das geht auf jeden Fall noch darunter, glaube ich. Jetzt wo diese nervigen... Kann man da an der Seite irgendwie dann da rein?
Jetzt kann ich hier mal in Ruhe gucken, ob hier noch was ist. Ich will noch nicht sterben, weil ich dann die nervige Passage nochmal machen muss. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Das war die Karamellsoße, die da aus den Gestecken. Man kommt ja übrigens auch gar nicht mehr gut. Man kann sich natürlich beamen. Aber man kommt nicht mehr auf normalen, manuellen Weg wieder zurück. Gut. Also hier ist nichts. Das ist schon krass, diese Diskussion über den Schwierigkeitsgrad und ob man so oder so spielt und so. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hab's befürchtet. Weil, wie gesagt, ich bin schon lange Teil dieser Souls-Community und früher gab's diese Diskussion überhaupt nicht. Das kam eigentlich erst seit... Ich will es nicht an den PC-Lern ausmachen, aber irgendwie durch den Mainstream, als Souls-Spiele in den Mainstream gekommen sind und auch auf den PC gekommen sind, sind so plötzlich viele so Tryhards und weiß ich nicht, Leute, die sich da sehr ein drauf einbilden, wie krass sie sind in Souls und so gekommen. Und ich finde das ehrlich gesagt schade, weil ich kenne das aus den ersten Souls-Spielen überhaupt nicht, dass weder als Feedback noch wenn man mit anderen drüber geredet hatte oder so, dass irgendwie Leute gesagt haben, was, du spielst mit der Waffe oder du spielst so oder mit so oder so. Also wenn ihr auch die alten Souls-Spiele guckt, wie ich mit Edmund Denzel, also mit Dennis oder Colin gespielt habe oder so, das war nie ein Thema. Das hat sich erst irgendwie in den letzten Jahren, am meisten jetzt durch Elden Ring, weil es dann natürlich dann überhaupt die Möglichkeit gab, verschiedene Herangehensweisen so mit Geisteraschen und so. Aber ich finde es so nervig. Also es hat mich auch bei meinem Playthrough super genervt, wie ich da gefrontet wurde von Leuten, weil ich nicht so gespielt habe, wie die es gerne hätten oder so. Und es ist echt einfach, es ist teilweise so unfassbar toxisch und ich raff nicht, wo das herkommt, ey. Lasst doch jeden einfach Spaß haben und guckt entweder zu oder nicht. Aber nervt doch die Leute nicht. Ich verstehe das nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch vollkommen in Ordnung wäre. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass Leute, die Geisteraschen oder sonst irgendwas benutzen, dass die schlecht sind oder sonst irgendwas. Aber mal angenommen... Es wäre so, jemand ist schlecht in einem Souls-Spiel. So fucking what? Wo sind wir als Gesellschaft, dass wir dann sagen, ey, du bist nicht gut in einem Videospiel, halt's Maul, verpiss dich. So, wo ich mir denke, so, ja, ich bin vielleicht nicht so gut. Ich habe vielleicht nicht die Reflexe, die Ausdauer, die kognitiven Fähigkeiten, vielleicht auch einfach nicht die Geduld, was auch immer es ist. Die Spielerfahrung. Okay, und jetzt? Es gibt immer einen, der besser ist. Wo endet diese Diskussion? Bei dem, der auf der Tanzmatte blind durchspielt? Oder bei dem, der einhändig spielt? Wann ist es genug Skill, dass man die Schnauze hält? Und wann ist es nicht genug Skill, dass man sich drüber lustig macht? Also, ich raff diese ganze Diskussion. Sind wir 12 und lachen darüber, weil einer irgendwas nicht kann? Also, es ist... Diese ganze Diskussion ist so absurd in meinen Augen. Wirklich komplett, komplett unwürdig für jeden, der sie führt eigentlich. Natürlich ärgert es mich auch, wenn Leute das Spiel scheiße finden und sagen, es ist zu schwer und sich nicht damit auseinandersetzen. Das, finde ich, ist ein legitimer Kritikpunkt. Weil der hat jetzt auch nicht generell was damit zu tun, ob einer gut ist oder schlecht ist, sondern einfach, wie sehr man sich mit dem Spiel auseinandersetzt und mit den Mechaniken. So.
Aber gerade solchen Leuten vorzuwerfen, dass sie Geisteraschen oder Koop oder was auch immer spielen, ist ja absolut lächerlich. Also, wenn jemand von sich aus sagt, ich brauche einfach ein bisschen Hilfe, das ist doch, dafür sollte man doch nicht verarscht oder gedisst werden. Oder auch einfach nur, nicht mal wenn er sagt, nicht mal wenn die Person sagt, ich brauche Hilfe. Auch wenn die Person sagt, mir macht's mehr Spaß so. Mir macht ein bisschen stressfreieres Spielen einfach mehr Spaß. Was wissen wir über das Leben von den Personen? Wie viel Zeit haben die zum Zocken? Was, worauf stehen die? Also das ist so, ich finde, da schwingt auch immer so eine kleines bisschen so eine Arroganz mit, anderen Leute zu judgen für ihren Lebensstil, weil er nicht so ist, wie man es selber machen würde? Weiß ich nicht. Finde ich lame. Finde ich einfach keinen guten Stil. Und in anderen Communities, ich sag nur League of Legends und so weiter, hat das dafür gesorgt, dass manche Leute gar nicht erst mit dem Spiel anfangen. Weil die gar keinen Bock haben, irgendwie gehatet zu werden oder verarscht zu werden oder lächerlich gemacht zu werden oder so. Ich respektiere Leute, die anderen Leuten helfen. Die sagen hier, so wie Let Me Solo Her For You. Weißt du, so, ey, ich helfe dir, das Spiel einfacher zu machen. Ich helfe dir, eine gute Zeit mit dem Spiel zu haben. Ich gebe dir Tipps, ich gebe dir Tricks, du kannst mich summonen. So, das ist doch der Way to go. Oder was? Und wenn einer sagt, ich möchte die möglichst härteste Competition oder die möglichst schwierigste Art und Weise, das Spiel zu spielen, ist ja auch okay. Dann mach's doch. Aber es muss ja nicht jeder so machen. Oh shit. Wo kommen denn jetzt hier fucking Skelettis her? Alter, was ist denn jetzt los? Oh oh. Die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Wir schalten um. Okay, wir müssen hier mal auf Holy Damage gehen. Mit was? Was habe ich denn Holy-mäßiges? Gar nichts, oder was? Macht die dicke Keule nicht holy? Allerdings nicht viel. Was haben wir denn noch an holy? Ja. Halleluja, ist schön. Können wir mal probieren. Ich fänd's geil, war das nicht bei Dark Souls 1 so, wenn man Untote mit Holy Damage gekillt hat, dass die dann nicht wieder aufgestiegen sind, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Hier, fang. Oh, du Sau. Ey, ich brauche noch eine andere Holy-Waffe, Leute. Huch, hey, ich hab dich doch geschlagen, als du auf dem Boden lagst. Lol. Warum? Ey, ich brauche noch irgendwas anderes Geiles, Holy-mäßiges, Leute. Ich meine, hier der Kronleuchter oder was, das ist zwar ganz, ganz nice. Aber der ist einfach auch langsam wie Scheiße, ey. Ohne Scheiß. Ich brauche was Schnelles mit Holy. Könnte sich überlegen, ob man eine Fistwaffe noch auf Holy macht. Hier habe ich sogar eine. Sacred Fist. Aber ist auch nicht so geil. Okay.
Was wäre denn eine ganz gute Holy-Waffe? Mein Backhand-Blade, das ich schon lange nicht mehr benutze, ist natürlich auch sehr gut als Bleed-Waffe. Ich hätte gern was Schnelles. Irgendwas Schnelles, eine schnelle Waffe als Holy. Ja, das Uchigatana könnte man zum Beispiel mal machen. Wir könnten das Uchigatana auf Holy machen. Das ist, glaube ich, fair. Kann natürlich auch das Claymore nehmen und stattdessen könnte man, welches ist denn hier Holy? Kann ich gar nicht. Die Dragon. Poison. Holy Damage. Was ist das hier? Draw Sting Holy Grease. So kann ich jetzt gerade nicht craften. Ach du meine Scheiße, was ist das denn? Ein Riesenblob. Alter, hält der viel aus. Okay, den Perfume bottlen wir. Hä? Nee. Nee, ja. Da habe ich den Pfad verloren. Ich hatte irgendwas vorher. Oh, das sieht auch. Was ist das nochmal für einer? Ach, das ist so ein. Nein! Die Waffe ist einfach so scheiße. So, jetzt bin ich wenigstens hier. Jetzt kann ich nochmal das Katana umskillen. Wo denn? Die Divine Beast Frost Stomp habe ich übrigens auch noch nicht probiert. Könnte ganz geil sein.
Holy, haben wir gesagt, ne? Oh, hab ich nur Scheiß. Flamescure ist auch richtig hart. Aber Face. Natürlich auch ein bisschen dumm. Hier kein Holy machen oder was? Flame of the Redman habe ich schon benutzt. Könnten wir natürlich verdoppeln eigentlich. Aber Flaming Strikes wäre auch nicht schlecht. Auch nicht auf Holy. Kommen wir überhaupt auf Sacred? Ist das auch nicht Holy? Dann müssen wir hier eine von denen hier benutzen. Ist ja nochmal Piercing Fang. Das ist auch ganz gut. Ist ganz gut. Teuer allerdings. Ja, gucken wir mal, wie weit wir mit dem Katana kommen. Hier ist ja auch nur für einen kurzen Abschnitt. Geht doch. Endlich eine gescheite Waffe, ey. Piss dich. So, den Blob kämpfen wir einfach nicht nochmal. Ah! Jan, danke für den Raid, danke für die tollen Schachpartien. Meine ich wirklich ernst, dankeschön. Ach du Scheiße, der kann sich ja bewegen. Und danke auch für das Lob, ich hab's ja gehört, das freut mich natürlich. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich bin ja jemand, der über Lob funktioniert. Nicht über Kritik. War schon immer so. Gibt Leute, die funktionieren über Kritik. Wisst ihr was? Wir vermöbeln den mit Karate. Oder? Wir ballern dem einfach geil mit Karate auf die Fresse. Du Sausack. Schneller. Easy. Das war sauknapp. Das ist übrigens Elden Ring, liebe Schachfreunde. Ist ein bisschen schwer, als Großmeister im Schach zu werden, würde ich sagen. Jack FromSoft, was geht ab? Jack FromSoft ist da. Jackie Boy, was geht ab?
Ey, hast du das schon getestet mit dem großen Drachen? Wie heißt der? Grey the... Grey Dingenskirchen? Muss ich eigentlich ganz kurz erklären. Ich habe Jack ein Video geschickt, über das ich gestolpert bin im Internet. Ihr erinnert euch den großen schlafenden oder halbtoten Drachen, den man killt für 100.000 Seelen, dem man Blutschaden zufügen muss, damit man ihn überhaupt killen kann. Also man kann ihn auch anders killen, aber dann, damit man ihn einigermaßen schnell killen kann. Und es sind Videos aufgetaucht, wo der Drache plötzlich anfängt aufzustehen. Ah, da schreibt er, das ist, wenn man ihn öfter als zweimal killen will, wenn man sich zu früh ans Leuchtfeuer setzt. Ach, du hast schon rausgefunden. Der kann nämlich aufstehen und aggro werden und das wusste ich nicht. Ach, das ist ja interessant. Okay, aber hat man irgendwas davon? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber das ist ja geil. Auch wieder so ein kleines Ding, was man rausfinden kann. Der kann stehen, ja. So. Wie geil ist dieses Level hier? Erinnert mich ein bisschen an... wie hieß es? Tomb of the Giants? Hieß es so? Man konnte den immer und immer wieder killen, wenn man schnell genug war. Das hat Miyazaki aber jetzt abgedreht. Ah, okay. So, Leute, was sagt ihr hier? Kann man nicht runter, ne? Geht's schon wieder ein bisschen nach oben? Hier rüber? Da ist ein Bonfire. Okay, nice. Ach so, ich wollte ja eigentlich... Welche Bosse habe ich schon down, fragt Jack. Ich habe noch nicht viele down, tatsächlich. Ich bin bislang noch am Erkunden. Ich habe zwei Death Knights habe ich. Ich habe Relana. Ich habe den tanzenden Löwen. Ich habe den Hippo. Ich glaube, das war es auch schon. Noch kein Mesmer. Noch kein Bale. Und noch keine anderen, von denen ich noch gar nichts eigentlich offiziell weiß. Ich lasse mir krass viel Zeit. Ich habe bestimmt schon 40 Stunden oder so. Ich kann hier leider nicht auf die Map. Ich kann die Map aus irgendeinem Grund ist hier restricted. Ich weiß nicht warum. Obwohl kein Gegner in der Nähe ist, kann ich hier nicht... die Map aufrufen. Aber hier ist ein Bonfire. Was geht denn hier ab? Das sieht ja geil aus. Check das mal ab, Leute. Was ist hier? Konferenz der Tiere? Das ist ja auch mal wieder geil. Guck mal, da haben die sich alle zurückgezogen. Wie geil ist das denn? Und suchen hier Refugium. Beim letzten Bonfire. Und hier ist wahrscheinlich jetzt ein Boss. Ne? Das sieht sehr nach Boss-Area-mäßig aus. So, jetzt. Also, du siehst, ich kann dir zeigen, was ich alles noch nicht gemacht habe. Hier im blauen Gebiet muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen rumgucken. Hier habe ich noch einen Drachen gekillt. Aber Drachen sind ja auch easy.
Hier ist noch ein Furnace Golem, den ich noch nicht besiegt habe. Ja, hier war ich noch nicht. Siehst ja, wo ich noch... Hier war ich überall noch nicht. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Hier fehlt mir sogar noch die ganze Map. Hier unten war ich noch nicht. In dem Jar Town. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Hier im Norden war ich auch noch nicht. Hier war ich noch nicht. Ach, scheiße. Okay. Sorry, Leute. Das passiert mir zu oft. Jetzt. Also nochmal. Scheiße. Ja, okay. Also. Hier im blauen Gebiet habe ich noch nicht alles erforscht. Hier, wo es rot ist, habe ich noch nicht richtig erforscht. Hier war ich überall noch nicht. Hier noch nicht. Keine Ahnung, ob man überhaupt hier hin kann. Hier war ich noch nicht. Hier fehlt mir noch das Map-Stück, war ich noch nicht. Der ganze Osten, hier war ich noch nicht. Hier bin ich noch nicht runtergegangen. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Der ganze Norden. Die Burg habe ich noch nicht fertig. Shadowkeep war ich noch nicht. Logischerweise hier oben noch nicht. Ich habe mir echt viel Zeit gelassen. Ich will einfach nicht, dass es endet. Und ich bin sehr gründlich und trotzdem entdecke ich immer wieder noch Sachen in Gebieten, wo ich schon war. Und ich habe auch nicht vor, schnell zu spielen. Also, ich lasse mir richtig schön Zeit. Aber ich habe jetzt, da habe ich eben schon gesagt, ich habe ab Freitag Urlaub. Und dann bin ich erstmal noch, glaube ich, 10 Tage oder so bin ich sogar noch da und die Kinder sind weg. Und ich habe hier quasi dann 10 Tage Zeit, jeden Tag stundenlang Elden Ring zu spielen. Da freue ich mich eigentlich seit Release drauf. Es war jetzt leider auch durch EM und EM-Studio. Ich musste leider viel mehr Fußball gucken, als ich wollte. Und EM-Studio und Podcast und Rocket Beans und dies, das. Ich bin einfach nicht so dazu gekommen, Elden Ring so zu spielen, wie ich es zum Release des Spiels damals geschafft habe. Aber umso geiler ist es, dass ich noch so viel vor mir habe und mich ohne Scheiß auf diesen Urlaub, auf diesen Elden Ring Urlaub so krass freue. Und deshalb habe ich es nicht eilig. Lass mir schön viel Zeit, probiere immer viel aus, probiere alle neuen Waffen aus und so. Und ja, und das hier ist ja wohl einfach nur eine Szene, die ist ja wohl einfach nur geil. Guckt euch das an. Die ganzen Tiere hier, eben habe ich, glaube ich, die Szene nicht gewechselt gehabt, suchen hier Refugium vor dem letzten Bonfire. Das finde ich einfach so geil. Normalerweise würden die ja wegrennen, aber die hier nicht. Lass dir Zeit, Eddie, aber du wirst schon sehr, sehr bald sehr unangenehm gepudert werden. Mann, ey, ja, habe ich auch ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Ich ziehe es in Erwägung, mit Geisteraschen zu spielen, weil ich habe keinen Bock, zu sehr gefrustet zu werden. Aber ich guck mal. Mit sehr, sehr bald meinen sie wahrscheinlich schon hier oben. Oh, please grant me the courage to fly to your feet, my dearest Centrina. Okay, ich sehe schon, ihr wollt, dass ich da runterjumpe, ja? Oder was? Geronimo!
Das sieht nicht gut aus. Das Gefühl, da komme ich mit Karate, komme ich da nicht weit. Okay. Was ist jetzt das? Alter, ist das Koss? Alter, was geht? Ist das die gleiche Waffe von Koss aus Bloodborne? Ich bin gerade zu Tode erschreckt, ey. Radan ohne Haut. Wäre geil, wenn man sich hier im Fall buffen könnte. Könnte man die Zeit wenigstens ein bisschen nutzen. Jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Wow. Und ich habe heute nur noch 20 Minuten Zeit, ey. Muss ich vielleicht später at night nochmal wiederkommen. Aber okay, der haut ja ganz schön krass rein, ey. Kann das sein? Was ist denn da los? Wieso haut denn der so rein? Was soll denn das? Machen wir das mal. Wieso haut denn der so krass rein, der Dude? Was soll denn das? Alter, da geht aber viel ab mit dem Pferd noch. Der haut ganz schön krass rein, ey. Ich überlege, ob ich ein bisschen zugunsten von Defensive... Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Macht der physischen Schaden? Oder was war das für Schaden? Bisschen nervig. Dauert schon ein bisschen zu lang, bis man den Kampf wieder probieren kann hier. Das ist jedes Mal eine Minute. Mann!
nicht gewohnt mit dem Great Sword. Ja, das Pferdchen vergesse ich tatsächlich immer. Dummes Dreckspferd, Alter. Oh, aber man macht auch gut Damage bei ihm, muss man sagen. War ich natürlich zu gierig. Ich wollte ihn unbedingt staggern. Ich glaube, der... Ja, wobei beim DLC ist staggern ja so eine Sache. Hättet ihr das Bonfire nicht hier hinsetzen können? Das würde uns schon mal ein bisschen was sparen an Zeit. Ich glaube, ich werde nicht mit dieser Waffe gegen ihn kämpfen. Ich komme mit dem Greatsword irgendwie einfach nicht klar. Ich brauche meinen Baum. Pferdchen kommt immer zweimal, ja, okay. Pferdchen zur Seite rollen und bei ihnen auf ihn zu rollen. Nee, das mache ich anders. Passt auch vom Aussehen her wie besser. Schlecht. Oh, der hat nicht getroffen, habt das gesehen? Voll aufgeladen, R2 hat nicht getroffen, wie ärgerlich. Oh, ich treff einfach nix! Ja, was willst du machen, ey? Wenn die getroffen hätte, wäre der Kampf anders verlaufen. Das war eine Hundertstel Sekunde. Wenn ich getroffen hätte, wäre der Kampf anders verlaufen. Was soll ich sagen? Hätte. Sagt sich der Schütze vom Wochenende auch. Ich meine, Lamine Yamal, Leute. Hätte locker Spanien relativ... Was ist... Leute. Was denkt ihr von mir? Ja, einfach die Großchance gegen England. Die erste Reihe hat gar nicht getroffen.
Reinhaut. Reinhaut Messner. Oh, wieder nicht getroffen. Wieso trifft denn der Spacko nicht? Halber Energie. Falken weg mit einem Treffer. Und ich treffe nichts. Da. Oh, zweite Form schon jetzt, ja? Pussy, ey, komm her. Frostbite. Alter. Okay, aber das war natürlich jetzt wieder eine neue Attacke, die ich noch nicht kannte. Schon zwei Drittel Energie weggeballert. Der kann gar nichts, Alter. Ich muss halt auch mal treffen mit dem Bonk. Und nix triffst. Ich finde immer noch schwer bei dem Bonk hier die Distanz manchmal abzuschätzen. Man denkt immer, der hat mega die Distanz, aber der ist eigentlich, der hat gar nicht so die Reichweite. Okay. Bisschen zu offensiv eventuell. Ich wollte zweimal Golden Land feuern. Okay. Fuck it, jetzt buffe ich mich auch. Das wird ein langer Schlag. Guck mal, Stamina komplett weg. Super dumm. Komm jetzt! Mann! Was sagt die Zeit? Oh, ich habe keine Zeit. Ich... What the fucking fuck? Leute, der ist absolut machbar. Ich habe überhaupt keinen Schiss vor dem. Da hole ich auch keine Geisteraschen für den. Wirklich, ey, dem schlage ich jetzt einen Geschmack aus den Zähnen. Dem färbe ich jetzt die Haare, die er nicht hat. Und zwar Haarfarbe Keule. Komm.
Mann, deine scheiß Reichweite. Das ist wie bei Gronkh. Man hat einfach kein Zeitfenster zum Heilen bei diesen Bossen im DLC. Man muss ständig ausweichen. Ständig kriegt man was. Du kommst nicht zum... Man, die zwingen einen Schild zu nutzen. Ich will kein Schild nutzen. Kein Bock auf Buffs. Dauert alles zu lang. Ich bin ein zu ungeduldiger Mensch. Manchmal schlägt er auch einfach nicht bei mir. Irgendwie... Manchmal macht er den Move nicht. Vielleicht gebe ich es nicht gut genug ein. Hier klappt es jetzt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ganz oft drücke ich bei ihm und der Move kommt nicht. Das Pferd gerade eine Kurve gemacht hat, um mich doch noch zu treffen. Hä? Ich raff gar nicht, wann die Sachen den Boden berühren. Jetzt heil dich doch! Ja, ey, Digga, guck, das ist genau das, was ich meine. Ich drücke und denke, er macht die Heilanimation. Er macht die scheiß Heilanimation nicht. Mann, ey. Ich drück und er macht's nicht. Manchmal macht er einfach nicht, was man will. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Der Scheiß bringt mich aus dem Gleichgewicht. Der ist so easy eigentlich. Es klappt einfach nur nicht, weil ich so schlecht bin. Das war knapp. In jedem Kampf hatte ich das Gefühl, irgendwas klappt nicht so, wie es soll. Wirklich. Das nervt dann.
Nee, nee, nee. Ich bin noch nah dran. Warum benutzt du denn Fernwaffen? Onk. Ach, zweimal, natürlich. Langsam. Ich sehe gar nichts, Alter, ne? Ja, nice. Wenn du nichts mehr siehst. Ich frage mich wirklich, warum die Bosse so sackschwer gemacht haben in diesem DLC. So, letzter Try. Ich muss mich um die Kids kümmern. Verdammten Kids. Nee, ich finde es auch nicht schlecht, dass die schwer sind. Ich finde die halt schon. Also, dass er dich mit zwei Schlägen killt. Ich meine, gut, es ist auch NG Plus, muss man auch. Vielleicht ist die falsche Waffe. Kann man das Pferd eigentlich auch schlagen? Kann das sein, dass man hier auf dem Boden langsamer ist oder sowas? Boah. Jump around, jump!
diese Reichweite auch. Jetzt wieder nicht geschlagen. Habt ihr es genau gesehen, wo ich gesprungen bin und er hat nicht geschlagen? Warum passiert das immer? Wieder! Ich verstehe es nicht. Woran liegt das? Er springt und der Schlag kommt nicht. Leck mich im Arsch, der ist... Ohne Scheiß, der ist nicht schwer. Nee, nicht keine Ausdauer. Stimmt doch nicht. Ich habe da auf die Ausdauer geguckt. Er springt und er schlägt einfach nicht. Nee, das war auch schon vorm Frostbite. Ich kann mir es nur erklären mit, dass ich in der Panik irgendwie zu sehr den Stick reindrücke oder so und es deshalb nicht macht oder so. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den PlayStation 5 Pads. Durch diese adaptiven Analog-Trigger da, die sind nicht so ganz... Ich weiß es nicht, was es ist. Auf jeden Fall fällt es mir auf, dass das jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Und ihr seht es ja, ich kriege den eigentlich zu 100% hin, den Schlag. Ich muss da überhaupt nicht groß nachdenken. Es klappt eigentlich immer. Ist noch nie passiert mir das hier im... Dass er nur springt und nicht schlägt. Naja, okay. Müssen wir weiter investigieren. Jetzt mache ich noch einmal, dann muss ich wirklich hoch zu den Kids. Einmal Kung Fu Action. Ich will einmal diese aufgeladene Fistattacke probieren. Ja, das wird dumm. Das ist natürlich eine Timing-Sache. Batz, der saß! Und der auch. Na, egal, ich habe ihm zweimal einen gegeben, ey. Aber bezeichnend, dass er nicht mal annähernd gestaggert wurde von der Attacke. Normalerweise reicht eine aufgeladene davon schon. Okay, aber das kann man dann natürlich noch mit ein paar Kicks garnieren und so. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Irgendwie hat er ja über mich drüber gehauen, während ich aufgeladen habe. Das war ja ganz lustig. Okay, Leute, ich muss leider erstmal raus. For now.